Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. So, Freunde, es ist 4:48 Uhr, Zeit zum Ausstehen. Der Mond, ja, steht auch ganz gut am Himmel. Aber wir müssen uns jetzt erstmal um Fleisch und Wasser kümmern. Und dann können wir weiterziehen. So, das Brät einmal trinken können wir. Wir brauchen noch ein paar Pine Beetle. Und, diesmal fangen wir von Anfang an, das ein bisschen zu sortieren. Stöcker. Können wir da nicht auch wieder was machen? Ja, gefällt mir besser. Schön, dass ich mich mit diesen Stapeln jetzt endlich ein bisschen auskenne. Ah, die Stöcker können wir gleich einpacken und wegpacken. Füllen wir das Ding erstmal auf, dass wir Wasservorräte haben. Essen kümmern wir uns gerade drum. Okay, wir können gerade keine Dings dafür machen. Da ist noch Krabby. Die würde ich gleich schon mal einpacken, dass wir Essen für den nächsten Tag haben. Waren hier nicht zwei? Wo ist sie hin? Krabby, wo bist du? Krabby? Die will wohl nicht. Die hat wohl kein Interesse an uns. Stein auf jeden Fall mitnehmen. Wir sammeln erstmal hier außen rum alles ein und dann gehen wir ein bisschen weiter ins Innere und natürlich auch dementsprechend unter Wasser. So sieht mein Plan jetzt erstmal aus. Da will schon wieder eine große Krabbe was. Oh. Gib mir dein Fleisch. Muss gleich mal unser Leben achten. Naja, gut, es geht noch. Das hält sich noch in Grenzen. Planken ist sehr schön. Einfach alles mitnehmen, ne? Wir sind auch fast voll. Wenn jemand eine Pipi-Pflanze sieht, einfach schreien, bitte. Hier scheint nicht allzu viel zu sein. Entschuldigung, da ist gerade was abhanden gekommen. Hier sind wir voll. Gehen wir gleich genau in die andere Richtung. Hier ist noch ein bisschen was. Sogar noch Jucker. Jucker können wir schon mal mitnehmen. Dafür haben wir noch Platz. Hallo? Schon sagen, lass dich mal abbauen. Lanken, Pflanzen, Fleisch. Erstmal was essen. Leg das nächste ran. Und die Steine packen wir dahin. Weiter geht's. Wir sammeln alles ein. Crabber haben wir jetzt genug. Da ist auch schon eine Kiste, aber ich freue mich gleich. Hey, du kommst mit. Also Fleisch haben wir hier auf jeden Fall genug. Upsala. Und ein bisschen welblich.
Das ist okay. Dann sind wir jetzt, glaube ich, einmal rundherum. Wow, hier haben wir Steine. Relativ gut sogar. Aber wir haben nur 36% Haltbarkeit. Vielleicht sollten wir die zum Schluss abbauen, wenn wir vielleicht noch ein bisschen Leben gefunden haben. So, hier haben wir alles. Ah, hier ist die Krabbe. Die ist auch ganz schön weit weggeflogen. Übersehen. Ist ja nicht gekocht, aber wir sind noch. Ja, noch geht's. So, schnappen wir uns erstmal diese Kiste hier. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kanister. Der ist schon mal nicht dabei, aber ein Hammer. Kisten packen wir erstmal hier hin. So, wir schwimmen, glaube ich, erstmal raus, würde ich sagen. Um zu gucken, was hier so drin ist, ne? Immerhin ein Fischspeer. Tage überlebt 26. Blöde Krabbe. Da sind auf jeden Fall. Da könnten wir unser Floß mit erweitern. Wie kommen wir aber da hoch? Ist hier was drin? Nee. Also drin ist hier nichts. Okay, wir kommen auf jeden Fall hoch. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir die Reifen mitnehmen. Und damit können wir unser Floß erweitern. Warum auch immer ich das noch erweitern will. Aber ich glaube, wir brauchen später wahrscheinlich noch mehr Kisten. Ist zumindest gerade meine Vermutung. Hier ist noch eine Kiste. Ja, nichts Besonderes. Huch. Erstmal die Reifen einpacken, ne? Einer nach dem anderen. Reifen, 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 Reifen. Ne? Jetzt willst du da nicht mehr hoch? Komm schon. Hey. Ha. Reifen gesnackt. Ja, Hölzer werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Wir werden unsere Base noch weiter bauen. Das heißt, die Kokospflanzen müssen auf jeden Fall weg. Nein, 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 nein. Leg dich mal hin. Gute Nacht. Danke. Dann müssen wir danach, wenn wir die Boote haben, noch Lehmausschau halten. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kanister, ne? Das ist so das, was uns fehlt. Die Lampe brauchen wir nicht. Das nehmen wir und das und das. Huh. Okay, dann machen wir doch mal
Einmal den Taucher. Um zu gucken, ob keiner guckt, ne? Hier steigen Blubberblasen auf, aber hier ist nichts. Ich versuche beim letzten Mal wieder etwas langsamer zu schwimmen, falls doch ein Hai ankommt. Zu Hause kann man noch was essen. Genau richtig hier. Einpacken. Wir sind voll. Muss trotzdem einmal runter gucken. Oh Gott, das ist ein Hai. Hier scheint nichts zu sein. Wir müssen uns gleich mal merken, wo wir waren. Bisschen links von dem Boot. Wir müssen einmal ausladen gehen. Nicht darüber. Ich glaube, es ist wahrscheinlich genau einmal, ja genau, genau auf der gegenüberliegenden Seite. Hier haben wir die Planken. Hier sind die Kisten. Die können wir gleich nochmal durchsortieren, aber hier ist nichts Weltbewegendes drin. Hier haben wir ein bisschen Lehm. Eine Ration. Ja, und einmal. Wir müssen gleich mal eine Palme fällen. Aber erstmal würde ich den Tag noch ausnutzen wollen. Wo ist denn jetzt meine? Da ist sie. Meine Spitzhacke. Den Tag ausnutzen wollen, um vielleicht noch ein bisschen tauchen zu können. Ja, es kommt hin. Vielleicht finden wir wirklich noch Lehm. Warum zitterst du so? Sind gesund. Du brauchst nicht zu zittern. Es ist alles gut. Niemand wird dir was tun. Haie sind ein Aberglaube. Die Welt ist eine Scheibe. Hm. Ein bisschen schneller kann man sein, ne? Ich finde das unter Wasser immer echt schön. Das ist so entspannt, beruhigend. Jo, beruhigend und entspannend. Da kam der Hammer ja auf uns zu. Aber... uns fehlt immer noch das Lehm. Ich habe noch nicht das Lehm gefunden. Oh, hi. Verdammt. Lass mich los. Ich blute.
Oh Gott, der hat mir die Hälfte an mir abgezogen. Shit. Das ist noch ein Schiffswrack. Muss ich unbedingt haben. Kann man es mit dem Hai anlegen? Erstmal muss ich meine Blutung stoppen. Was war das nochmal? Einmal das. Jetzt ist er dran. Komm her, kleiner Hai. Sollte ich speichern? Nee, ne? Oh, war doch hier noch Geblubber oder so. Da ist nix. Wo ist der Hai? Hab ich mir extra Speere gemacht. Oh, hier ist ein großes Schiffswrack. Oh. Oh nein, jetzt kommt ein Sturm. Ich glaube, die sind verloren. Mal gucken, wie gleich noch da sind. Dann könnten wir uns drei Foundations nochmal machen, also diese Bootdinger. Ja, ich glaube, die sind weg. Schnell unter Wasser. Ja, die sind noch da. Wenn ich dich hier hinlege. Oh, fliegende Fische. Ja, jetzt wäre unglücklich, wenn ich jetzt da reinkommen würde. Ich glaube, das passiert. War gut, dass der Sturm nicht so diesen Einfluss hat beim Schwimmen, also aufs Schwimmen. Was war das hier? Oh, der Reifen wurde weggesprungen. Krass. Mal sehen. Aber cool, wir haben alle drei bekommen. Das war recht wichtig. Das war wirklich wichtig. Kann das Fluss richtig gut erweitern. Auch mit den Materialien, die wir hier haben. Auch wenn es wieder verdammt laut ist. Es tut mir leid. Aber das Schiff plündern wir auf jeden Fall noch. Und hier ist es ein wenig leiser und entspannter. Oh, laut! Oh je, ist das dunkel. Einmal Luft holen. Und ins Dunkle hinab. Da geht's rein.
Leder ist gut. Wellblech, ja, oh, ist okay. Das Ding nehmen wir mit. Das schnappen wir uns auch. Und hier ist nichts. Das heißt, wir müssen jetzt schnell raus. Ist eine gute Ausbeute. Kann man nicht meckern. Oh Gott, wo bin ich? Aber wir haben immer noch nicht den Lehm gefunden. Das rumort aber auch. War hier noch was oder? Ah ne, hier ist noch eine Kiste. Sehr, sehr cool. Wir sind glaube ich auch voll. Leder. Die Bleche. Wo auch immer das gerade hin ist. Kanister. Wir haben den Kanister. Sehr cool. Und wir haben Licht. Gut, da kümmern wir uns mal noch ein bisschen ums Wasser. Gross. Eine schnelle Palme. Es wird leise. Ah, cool, man kann das mit denen auch so machen. Okay, werden uns trotzdem gleich erstmal hinlegen. Hatte ich noch irgendwo was? Da ist noch eins. Okay. Was habe ich noch im Inventar? Einmal das. Sehr, sehr schön. Gut, dann lege ich mich jetzt hier hin und dann am nächsten Tag suchen wir noch ein bisschen Lehm. Vielleicht noch diese Ecke hier absuchen. Und dann sehen wir weiter. Speichern. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.